Und zwar sieht man hier, bin ich mit dem Motorrad halt so ein bisschen umgefahren und sehe plötzlich einen Motorradfahrer sein Moped schieben bergauf. Da haben wir gedacht, huch, da stimmt was nicht. Und da ich das von früher kenne, dass man eigentlich anhält, wenn irgendein Motorradfahrer sein Motorrad irgendwo hinschiebt, weil das macht er ja nicht freiwillig, habe ich den noch überholen lassen hinter mir, bin dann umgekehrt und habe dann festgestellt, nachdem ich gefragt habe, wie lange das er schon schiebt, hat er gesagt, seit 25 Minuten schiebt er das Teil die Straße entlang. Und keine Ahnung, wie viele Motorräder da vorbeigefahren sind, auf jeden Fall hat ihm keiner geholfen. Und da wollte ich eigentlich bloß einmal sagen, jeder, der da vorbeigefahren ist, jeder Motorradfahrer, der soll sich schämen. Schämt euch für das, dass ihr da nicht geholfen habt. Ganz einfach. Gehört sich nicht, macht man nicht. Der Erstbeste hätte anhalten sollen und eigentlich helfen sollen. Ich habe ihm helfen können, Gott sei Dank. Und zwar ist es, man sieht hier, eine Transalp, 30 Jahre alt, und dementsprechend waren die, da freut er sich, und dementsprechend waren die Benzinschläuche vom Tank zum Vergaser sehr, sehr verwittert und teilweise eingerissen. Und ja, dann habe ich die Dinger abgeschnitten, neu draufgesteckt, da wo sie noch nicht so eingerissen waren, hat Gott sei Dank nur gereicht und dann hat er weiterfahren können. Das war alles, das alles hat gedauert, vielleicht 15 Minuten. Und ich bin kein Fachmann, ich kenne mich jetzt nicht unbedingt mechanisch wirklich top aus, aber sowas sollte jeder Motorradfahrer wissen. Und ja, ich soll mich bei jedem bedanken, der vorbeigefahren ist. Hiermit geschehen. Peace und hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute mal was anderes. Heute geht es nicht um E-Mobilität, sondern heute geht es ums Motorradfahren. Bevor ich jetzt anfange, ich habe den Take jetzt schon das dritte Mal gemacht, weil immer wieder irgendwas war. Also mal hat er nicht aufgenommen, mal hat er das Mikrofon nicht aufgenommen und so weiter. Also Mikrofon habe ich ein neues, mit dem stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß. Ich weiß nicht warum, es funktioniert manchmal, manchmal geht es nicht. Ich zeige es euch mal. Interessant ist, dass das Mikrofon mehr Haare auf dem Kopf hat als der Moderator, was eigentlich im realen Leben gar nicht geht. Ja, aber that's live. Es ist ein H1N von Zoom. Und ja, eigentlich ganz gut, wenn man bedienen kann. Nicht so ein Loop wie ich. So, also das gleiche nochmal, das dritte Mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hoffe, der Wind bläst nicht so sehr rein, dass es passt. Also hier haben wir stehen, eine Honda CB 650R, und zwar nicht irgendeine Honda CB 650R, sondern die Honda CB 650R von meiner Frau. Jawohl. Meine Frau hat sich eine Honda gekauft, hat ihre Harley verkauft und sich eine Honda gekauft und hat damit alles richtig gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein wunderbares Motorrad. Schön zu fahren, die meisten Kilometer habe ich drauf gefahren. Ja, so ist es halt. Wenn man mit mir verheiratet ist, muss man damit leben. Gell? 650 Kubik, also 649 Kubik, 95 PS. Warum 95 PS? Die Vorgänger hatte 98 PS, allerdings gab es da immer wieder Schwierigkeiten mit dem A2-Führerschein, gedrosselt auf 48 PS. Deswegen haben sie jetzt dieses Modell rausgebracht mit 95 PS.
Den Unterschied merkt man sowieso nicht, ich auf jeden Fall nicht. Aber man kann sie leichter drosseln, dann eben auf diese 48 PS A2 Führerschein tauglich. Da werden jetzt mehr rauskommen, nicht nur von Honda, sondern auch von Suzuki und Yamaha in dieser PS-Klasse. Damit machen sie eigentlich nichts falsch. Klassisches Naked Bike, Neo Coffee Sports Racer heißt es. Schau ich das mal. Funktioniert immer noch. Nicht, dass es wieder nicht mehr geht. Und diese Linie, da gibt es ja eine 1000er, CB1000, gibt es ja auch noch, CB1000R. Soll ein bisschen so an die, soll eine Hommage sein an die Motorräder aus den ja, 70er, 80er Jahren. Das Einzige, was mich bei dem Motorrad an diese Zeit erinnert, sind die Krümmer. Die sind alle auf die, wenn man drauf sitzt, auf die rechte Seite geschwungen. Das haben damals die Vormodelle, die 400er und 500er vor, ich glaube, oder 450er vor war das, von Honda auch gehabt. Es war so ein Alleinstellungsmerkmal, hat toll ausgeschaut und das haben sie ein bisschen übernommen. Aber sonst erinnert eigentlich an die alten Motorräder gar nichts mehr. Der Auspuff sehr kurz, röchelt schön, klingt ein bisschen heiser, ist aber überhaupt nicht laut. Also da kann man Autohongebiete fahren, überhaupt kein Problem. Ich finde auch nicht, dass man wechseln sollte. A ist er vom Sound her okay. B finde ihn optisch um Länge besser als die sämtlichen Zubehör-Auspuffanlagen, die ich bis jetzt gesehen habe. Und durch das, dass er so kurz ist, sitzt man eigentlich als Fahrer verhältnismäßig auf einer Höhe mit dem Auspuff. Und dementsprechend ist er für einen Fahrer auch sehr gut zu hören. Auch bei höheren Geschwindigkeiten. Wenn der Helm ein bisschen lauter ist und die Windgeräusche kommen, hört man trotzdem noch mit 100, kann man genau hören, ob das Ding jetzt hoch oder niedertourig läuft. In jeder ja, Fahrsituation hört man den Motor und weiß, was man schalten muss, ohne dass man auf den Drehzahlmesser schauen muss. Vibrationstechnisch merkt man es nicht, weil das Ding einfach nicht vibriert. Anders als ein Harley. Vierzylinder, Reihenmotor, wassergekühlt, vibriert einfach so gut wie nicht. Und dementsprechend kann man es nicht von der Frequenz spüren, sondern eher hören. Und das macht der Auspuff eigentlich sehr gut. Schaltung, Sechsganggetriebe. Wie üblich bei Honda perfekt zum Schalten. Schön rauf, schön runter, hakelt nichts, da ist kein Spiel drin. Das ist alles auf den Klick genau wie von Honda zu erwarten. Das Modell gibt es auch mit einem Quickshifter, also mit einem Schaltautomaten, haben wir auch bestellt. Man kann es aber nicht so bestellen, dass sie gleich mit dem Schaltautomat geliefert werden, sondern die werden grundsätzlich ohne geliefert und der Händler baut die dann ein im Nachhinein. Haben wir noch nicht drin, weil es momentan nicht lieferbar haben. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Einbau ist recht simpel, haben sie gesagt, wird dann von der Werkstatt noch übernommen. Werden wir vielleicht beim 1000er Kilometer Inspektion machen, dass man es eventuell gleich mit einem Mal hat. 1000 Kilometer, man muss das Ding einfahren, man darf es nicht mehr als 8000 drehen. Man merkt, dass kurz vor 8000 wird es wirklich gut kommen und ab 8000 wahrscheinlich richtig. Will ich gar nicht ausprobieren. Leistungstechnisch sowieso mehr als ausreichend. Jeder sagt, der sagt, der braucht mehr. Hat eigentlich den Sinn vom Motorradfahren verloren. Was macht Motorradfahren aus? Also es muss keine Leistung sein, dass ich in jeder Kurve das Letzte gebe. So bin ich nicht und so brauche ich auch meine Motorräder nicht. Mit 95 PS ist man mehr als ausreichend unterwegs, auf jeden Fall. Ich bin früher auch mit mehr gefahren, mit 140 PS. Heute denke ich mir, naja gut, hätte es alles nicht gebraucht. 95 PS ist günstig in der Anschaffung, 7.500 Euro. Günstig in der Versicherung. Spritverbrauch ist auch okay. Also wirklich einwandfrei. Verarbeitungsqualität, wie von Honda üblich, sehr gut. Es ist ein günstiges Motorrad, aber kein billiges Motorrad. Unterschied zwischen günstig und billig. Billig ist umsonst. Kann man gleich wieder hergeben. Günstig ist gut verarbeitet für einen richtig guten Preis und das ist das Teil. Schöne Sitzbank, die Kunststoffe fühlen sich hochwertig an, da scheppert nichts, da macht nichts. Die Fußrasten klicken richtig schön, massiv, haben sie gut gemacht.
Also kann man nicht meckern, ja, kann man nicht meckern. Und motortechnisch sowieso heißt ja immer, wenn du das Ding mit Öl versorgst, kannst du das Ding dein Leben lang fahren. Und ich denke, das ist bei diesem Triebwerk ebenfalls. 650 Kubik, man sagt, Mittelklasse, da fällt der Schmackes, auch von unten rauf, kann ich jetzt nicht bestätigen. Sechsganggetriebe im sechsten Gang bei teilweise weit unter 50 Stundenkilometer durch ein Dorf, durch eine Stadt, kann man mit dem sechsten fahren, ohne ruckeln. Man dreht auf mit dem Gas, er kommt sofort ruckfrei, zieht schön langsam hoch. Er zieht jetzt nicht unbedingt die Salami von der Pizza, aber er beschleunigt sehr gut hoch, und dann ist man gleich sowieso wieder auf 100. Und eigentlich fährt man in der Früh los, schaltet durch, ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten. Und beim nächsten, keine Ahnung, halt an der Kreuzung oder an der Ampel oder beim Tanken, kann man eigentlich die anderen Gänge wieder benutzen. Ansonsten kann man eigentlich grundsätzlich mit dem sechsten fahren. Also perfekt. Wunderbar, sehr gut gemacht, Honda. Kommen wir zur Ausstattung. Es ist kein Hightech-Motorrad, das heißt, technische Ausstattung ist sehr gering. Also ABS muss er haben, er hat Traktionskontrolle ausschaltbar, hat er auch eingebaut, und das war's. Er hat kein Kurven-ABS, er hat keine Modis, die man umschalten kann zwischen Regen, Sport, Straße und weiß der Teufel noch was, Weltraumstart. Hat er alles nicht, braucht er alles nicht, es ist ein Mittelklasse-Motorrad. Und was ich schön finde bei Mittelklasse-Motorrädern jetzt, vor ein paar Jahren waren die noch völlig verpönt, wollte keiner haben mit 500 Kubik, und da rechne ich jetzt mal zwischen 500 und maximal 900 Kubik, rechne ich jetzt da dazu. Alles, was unter 900 Kubik hat, war kein Motorrad. Das hat sich geändert, Gott sei Dank. Es sind wieder schöne Mittelklasse-Motorräder mit verhältnismäßig wenig Kubik und normalen PS-Zahlen unterwegs. Und das finde ich enorm, wie sich das geändert hat. Es ist ein Einsteigerbike, ein Wiedereinsteigerbike. Oder einfach ein Bike für Leute wie mich, die jetzt Leistung nicht über alles brauchen und einfach nur Spaß haben wollen beim Rumfahren. Perfekt, leicht zum Handeln. Das Ding hat 202 Kilo. Ich glaube, das kannst du sogar, das ist so handlich, das kannst du, wenn du irgendwo in der Kneipe gehst, nimmst das Ding, packst das in den Rucksack rein und ab in die Kneipe. Wirklich klasse, klasse Motorrad. Vielleicht ist es ein bisschen negativ angehaucht, weil es eben ein Einsteigermodell ist und man nicht unbedingt ein Einsteiger sein will, sondern man will jedem zeigen, dass man fahren kann. Die wenigsten können fahren mit den großen Motorrädern. Die haben es halt, und da ist die Elektronik drin, dass sie es eben beherrschen können. Die meisten können es nicht, aus eigener Erfahrung. Kupplung ist nicht verstellbar, Bremse schon. Und zwar neunfach verstellbar. Wir haben es ein bisschen kleiner gemacht, meine Frau hat keine so große Hände, und man kann die Bremse wunderbar mit zwei Fingern betätigen. Eigentlich fast wie beim Mountainbike. Wunderbar funktioniert, geht gut rein, ABS regelt hervorragend sehr spät. Aber wenn es regelt, eigentlich kaum merkbar. Also man hört weder viel mechanische noch elektronische Geräusche, dass man dieses Rattern hört. Kommen wir zu den Bremsen. Bremsen natürlich Doppelscheibe vorn. Einzelscheibe hinten. Ich glaube, vor einem 300er nagelt es mir nicht fest. Mit den Daten habe ich es nicht so. Ich bin Fahrer und kein Datenmanagement-Systembetreuer. Doppelkolben, radial angebracht, Upside-Down-Gabel von Showa. Nicht verstellbar. Muss man aber meines Erachtens auch nicht, weil die meisten können es sowieso nicht verstellen, weil sie keine Ahnung von Fahrwerken haben und stellen dann irgendwas rum. Und dann machen sie es eigentlich schlechter, als es vorher war. Hinten ist es verstellbar, allerdings nur halt gewichttechnisch. Das heißt, wenn man zu zweit fährt oder mit Gepäck fährt, kann man es härter stellen. Oder wenn man es ein bisschen weicher haben will, kann man es wieder weicher stellen. Jetzt ist es in der Mittelstellung, für mich reicht es wunderbar. Bequemlichkeit ist auch hervorragend. Man sitzt zwar schon etwas angewinkelt mit den Beinen, ich bin 1,78, aber es ist trotzdem noch angenehm. Ich bin auch schon längere gefahren, tut mir nichts weh. Und ganz wichtig, mir tut mein Arsch nicht weh. Weil der Sitz ist sehr dünn geschnitten, man sieht ihn hier schon eine rechte gute Kontur. Er ist weich, aber nicht zu weich, und er ist auch nicht zu hart. Also der Sitz ist sehr gut. Er sieht gut aus und hat einen hervorragenden Komfort. Und das kann ich bestätigen oder kann ich beweisen, weil ich habe normalerweise einen Prinzessinnenarsch. Das heißt,
ich fahre mit meiner Harley nach, keine Ahnung, Dortmund und wieder zurück, ohne dass mir was fehlt. Meine Frau hat vorher eine Ayrin gehabt und die haben wir umgebaut mit Schwingsattel. Und meine Frau ist auch 300 Kilometer einfach auf ein Treffen gefahren und wieder zurück. Und zum Schluss hat sie gesagt: Ah, jetzt tut mir mein Hintern schon ein bisschen weh. Ich bin mit dem Teil, mit ihrem Motorrad, 40 Kilometer gefahren und bin dann in Embryonalstellung im Straßenraum gegangen und habe geweint, ja, weil mir der Arsch so weh getan hat. Seitdem ist meine Frau der Iron Arsch, ja, der Eisenhintern, und ich habe halt einen prinzessischen Arsch. Und deswegen kann ich mit, ja, Fug und Recht behaupten, dieser Sitz ist sehr, sehr bequem. Wunderbar. Spiegel könnten ein bisschen weiter raus, wenn man so gut beieinander ist wie ich und die Hüfte drüber hinweg schaut, über das Motorrad, sieht man nur in der rechten Hälfte ein bisschen was. Sie könnten ein bisschen länger sein, also nicht höher, aber ein bisschen weiter raus, wäre ganz gut. Aber es geht so auch, das ist okay. Zur Optik, sie muss gefallen. Mir gefällt es. Sonst würde ich nicht so oft damit fahren. Ja. Das Einzige, was ein wenig komisch ist, von vorn, das sind diese Prince Charles Ohren, nenne ich sie mal. Das ist eben für einen Luftfilter die Dinger, Ohren. Ja. Aber die sind halt mal dran, das ist halt einfach so. Motor ist zweifarbig, Gold und Schwarz. Apropos Farben, es gibt genau vier Farben für ein Motorrad. Einmal in dem Rot, dann in Silber, in Schwarz und es gibt noch ein so ein Jeansblau, heißt es. Das ist dann so ein Blau-Matt. Schaut auch jetzt nicht schlecht aus. Mir gefällt sie in Rot am besten. Meine Frau wollte sie in Schwarz. Warum steht sie jetzt trotzdem in Rot? Nicht, weil es mir am besten gefällt, sondern weil es keine Schwarze mehr da gehabt haben, sondern bloß noch die Rode. Und der Verkäufer hat gesagt, wenn du eine Schwarze willst, musst du bis August warten, weil die Teile, die CB650R hat zwei Nachteile. Eine, es werden nicht viel nach Deutschland geliefert, da hat Honda irgendwie so eine komische, ganz eine komische Lieferungspolitik. Und der zweite Nachteil, sie ist sehr gefragt. Deswegen ist sie momentan kaum mehr zu haben, außer Vorführer. Wenn ihr noch eine ergattern könnt bei irgendeinem Honda-Händler, macht das. Sonst müsst ihr warten bis August. Zubehör haben wir drauf, Schaltautomat, der noch nicht verbaut ist. Wie gesagt, wir haben Heizgriffe drauf, weil meine Frau eben Heizgriffe wollte. Und wir haben noch diese Verkleidung da vorne, die zeige ich euch jetzt. Diese Verkleidung hat ja, über 170 Euro gekostet, ich glaube 176 Euro, und ist komplett auf Kunststoff. Auch dieses Metall, diese Metalloptik ist auch aus Kunststoff. Finde ich Frechheit, ist wirklich zu teuer. Ob es jetzt gut ausschaut, weiß ich nicht. Also mir selber gefällt es schon gut, aber sie ist nötig. Und zwar nicht durch den Wind, den sie abhält zum Fahrer hin, sondern zwischen Tachometer und Scheinwerfer ist so ein kleines, ja, ist so ein Schlitz. Und entweder haut es da alles voller Fliegen, die kriegst du nie mehr wieder raus, den Dreck, oder so wie es bei der war, da fängt sich der Wind drin und es hat grundsätzlich zum Pfeifen angefangen. Das Ding ist immer gefahren, so ab 80. Und man dachte, wo kommt das her? Bis ich dann die Hand einmal vorhin hingehalten habe. Also das kam wirklich von dieser, ja, von diesem Schlitz, der da durchgeht. Und dann haben wir gedacht, gut, entweder will das Honda so, dass man dann noch fast 180 Euro für dieses kleine Teil ausgibt, scheinbar, weil sonst hätte ich es jetzt nicht hingemacht. Ich wäre ohne weitergefahren oder meine Frau wäre ohne weitergefahren, aber dieses Pfeifen, das hält nicht lange aus. Hat es bloß das Modell, hat es jede CB650R, kann ich so nicht sagen. Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Blinker, LED-Rücklicht, alles aus LED. Interessant ist, dass die Blinker, wenn du die einschaltest, also das Fahrzeug einschaltest, quasi dauerleuchten, wie bei den Amerikanern. Und beim Blinken halt dann blinken. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt in Deutschland zugelassen ist. Aber das ist nicht die erste, die das hat, sondern ich habe jetzt letztens bei einem Treffen eine Suzuki gesehen, eine neue, die hat es auch. Wahrscheinlich ist es eine Gesetzesänderung, vielleicht geht es jetzt, Positionsleuchte, Begrenzungslicht, ich weiß es nicht. Früher wollten wir es immer, hat man es nicht durft. Jetzt geht's. Ja, und jetzt brauche ich es aber auch nicht mehr. Aber sieht ganz gut aus. Hinten leuchtet es nicht. Ich habe bestimmt was vergessen. Schreibt es in die Kommentare.
Was interessiert euch noch von dem Motorrad? Was habe ich vergessen? Was kann ich euch noch zu dem Teil sagen? Auch möchte ich eine Tour machen, mal so am Samstag von früh bis abend. Da haben mich einige angefragt, ob ich sowas mal machen würde. Ja, mache ich gern. Müssen bloß planen, wie wir es machen und natürlich recht kurzfristig, weil das Wetter soll ja auch schön sein. Viele von euch sind Motorradfahrer, fahren nicht nur E oder interessieren sich für E, sondern sind Motorradfahrer. Und das war auch gewünscht, dass ich das hin und wieder auch mal mache. E-Mobilität und mehr, so heißt mein Kanal. Und mehr ist eben sowas. E-Mobilität gibt es bei Motorrädern auch, habe ich ja schon getestet. Bin aber noch nicht so weit, dass das bei mir irgendwie fruchtet. Ich weiß auch nicht. Viele haben geschrieben, die wollen auch mal mein Motorrad kennenlernen und das werde ich halt demnächst auch mal machen. Wenn Interesse besteht, einfach drunter schreiben. Wenn es euch nicht interessiert, Daumen nach unten. Wenn es euch interessiert, Daumen nach oben. So kann ich ganz gut abschätzen, ob sowas gewollt ist oder nicht. Wenn es nicht gewollt ist, wäre es wahrscheinlich trotzdem machen, aber halt nicht so häufig. Ja? So, das war's. Servus, Herr Glocker. Euer Focker. So, ich hoffe, es hat jetzt aufgenommen. Und zwar hier und hier. 1849, 1850. Passt. Das ist das erste Mal nach dem dritten Versuch. Wiedersehen.